Okay, ich muss jetzt erstmal. So, guten Tag, liebe Leute. Heute mal ein etwas anderes Video. Es ist ganz genau 12 Uhr. Samstag 12 Uhr heute. Also, ursprünglicher Plan geht leider nicht auf. Ich habe es von allen Seiten probiert. Die Abgasanlage ist eine X4M-Anlage und passt hier leider nicht rein in den Kofferraum. Ist leider zu breit. Selbst ohne Karton. Also mit Karton sowieso nicht. Ohne Karton alles ausgepackt. Probiert die reine Anlage da rein zu tun. Geht nicht. Auch von hier probiert. Leider zu breit. Ich wollte eigentlich mit dem M5 runterfahren. Bisschen Spaß haben im Schnee, weil in Bayern ist ja Schnee, wie ich gehört habe. Der Plan geht leider nicht auf. Zurück zum ursprünglichen Plan. Ich zeige euch das mal von der Seite, weil ich habe es extra schön eingepackt. Also die Anlage hat jetzt so gerade in den Caddy gepasst. Ist wirklich ultra breit und ja gut, dann wird sie halt im Caddy ausgeliefert. Auch nicht schlimm, würde ich mal sagen. Schade, aber ist halt jetzt so, ne? Ja, also ich liefere die Anlage heute aus. Wir fahren nach Bayern zu einem guten Kunden. Dieser Kunde hat von uns schon, es ist jetzt mittlerweile die vierte Anlage. Auf jeden Fall Dankeschön, Grüße gehen raus an den Matthias für die Grüße, für die Treue. Anlage wird jetzt gleich geliefert. Und wir schauen uns dann bei ihm noch, er hat eine sehr schöne Garage oder Halle besser gesagt. Und da schauen wir uns dann noch seine Fahrzeuge an, quatschen kurz darüber, hat eine coole Sammlung. Heute sind nicht alle Fahrzeuge da, aber die, die interessant sind, schauen wir uns definitiv an. Und ja, schade, dass es nicht geklappt hat im M5, aber ist halt so, ne? Was sollen wir machen? Da müssen wir halt mit dem Caddy fahren. Der ist auch nicht langsam. Übrigens, unser Caddy hat für viele Leute hat eine Stage 1 drauf, hat über 200 PS, also hat 210 PS, knapp 500 Newtonmeter, 470, 480 Newtonmeter. Geht auf jeden Fall ordentlich vorwärts. Ne? Vormax ist raus. Ich bin jetzt noch nicht schneller als 200, 210 mit dem gefahren. Aber langsam ist der definitiv nicht. Hier ist die Toilette für alle, die es wissen wollen. So, ich würde sagen, ich filme ein bisschen unterwegs, wenn ich das schaffe, wenn die Verkehrslage es zulässt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns entweder auf der Autobahn, spätestens in Bayern. Abfahrt. Sind auf jeden Fall ein paar Kilometer, ne? Kann man das sehen? 750 Kilometer eine Strecke. Also ich würde sagen, erstmal direkt Volltank. Wir haben einfach mal so eben 40 Minuten Zeit verloren. Warum? Schöne Grüße gehen raus an die ganzen Straßenbauer, Autobahnbauer, die sich am Kreuz Langenfeld bei Leverkusen. Ja, seit 8 Jahren, 9 Jahren ist die Baustelle schon dort. Da tut sich einfach mal gar nichts. Da fährt man streckenweise 40 km/h oder darf man nur 40 km/h fahren. Wie gesagt, seit 8-9 Jahren tut sich an der Baustelle selber gar nichts. Diese Leute verschwenden unsere Steuergelder. Die Autobahn Richtung Köln war gesperrt. In beide Richtungen. Also man musste ein bisschen das Navi austricksen. Eingeben, die Strecke nach Bayern ohne Autobahn bitte zeigen. Autobahn vermeiden. Und dann bin ich ja große Strecke über Landstraße gefahren. Das hat natürlich Zeit gekostet. Ja, diese Leute arbeiten nicht, verschwenden unsere Steuergelder. Ich denke, ihr wisst es, überall, wo man hinfährt, Baustellen, die einfach nicht voran. Also ich verstehe, Baustellen ist gut, die erneuern die Autobahn für uns, ja, damit die sicher ist. Aber warum man da an manchen Stellen, wie gesagt, die Stelle, die ich gerade genannt habe, Kreuz Langenfeld, diese Baustelle existiert seit 9 Jahren. Was machen diese Menschen seit 9 Jahren? In 9 Jahren hätten die eine zweite Erdkugel bauen können, ja, aber nicht an der Autobahn da rumfummeln. Seit 9 Jahren gibt es die gleiche Baustelle und die kommen nicht voran. Irgendwie wird das sogar noch mehr. Naja, vielleicht bauen die ja eine zweite Erdkugel dahin oder so, wer weiß. Also, wir geben Gas
sind ja Gott sei Dank nur noch 691 Kilometer. Ja, zu der siebenstündigen Fahrt kamen jetzt einfach mal noch 40 Minuten aufgrund von gesperrten Autobahnen. Aber kein Problem, das schaffen wir. Ich freue mich trotzdem, den Kunden zu sehen. Wir sind mittlerweile auch befreundet. Also schöne Grüße hier an den Matthias. Ich wollte eigentlich mit dem M5 kommen, aber wir können das ja mal einblenden. Hat leider nicht ganz, die Anlage hat nicht ins Fahrzeug gepasst. Ein bisschen zu breit oder der Kofferraum vom M5 zu schmal. Deswegen ist es dann jetzt doch der Lieferwagen geworden. Aber gar kein Problem. Allwetterreifen sind drauf hier auf dem Lieferwagen. Ich habe gehört, es liegt ein bisschen Schnee. Gar kein Problem, kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, wir sehen uns. Ja, ich guck mal, vielleicht machen wir eine kleine Zwischensequenz irgendwann in oder bei Frankfurt. Wir sind jetzt da, hier bei Matthias. Hatte für mich extra was zu essen bestellt, sehr nett, haben jetzt ein bisschen was gegessen. Und jetzt zeigen wir euch mal seine heilige Halle hier. Ach, da haben die Deutschen wieder keine Kraft. Ach, drücken, okay, da sind wir. Für den sind wir hier eigentlich gekommen, ne? Wie beim M3 G80, M4 G82. Wow, sehr nice. Das ist schon geil. So wie immer sagst du bestimmt, bei dem mache ich nicht so viel, der bleibt Serie, aber ich kenne dich. Ich glaube, das ist jetzt heute auch nicht die letzte Fahrt für den hier gewesen, wahrscheinlich. Nein, wie immer nicht. Okay. Ja, schon geil. Mal kurz rein. Schön. Okay, ich muss jetzt erstmal. Also den hier kennt ihr bestimmt. Der war ja auch auf unserem King Meeting. Okay. Das ist jetzt auf jeden Fall schon krass. Herlaufen kann man, ne? Kann man herlaufen, oder? Ja, sicher, sicher. Boah, ist das ein Monster, ne? Also ich muss ja, ich habe ja viele Sachen auch hier geliefert, ne? Aber ich sehe das jetzt, das Fahrzeug jetzt zum dritten Mal so, ne? Und das ist schon ein Monster, ne? Das ist schon echt ein Monster.
Das ist der Daily 340i, komplett mit Akrapovic, Evolution ohne OPF. Die Downpipe ist auch drin, die Aventuri ist auch drin, das Fahrwerk ist drin. Also hier ist so ziemlich alles gemacht. Unsere Spiegelkappen sind auch drauf. Wow, sogar ein Dachspoiler haben wir hier. Und das Fahrzeug fährt ebenfalls mit der Stage 2 mit knapp 500 PS. Ist das der Alpina 7er oder was das war? Schnitzer, genau. Ja, geiles Ding. Kann ich mich noch dran erinnern vom letzten Mal. Ich glaube, ihr wisst, was hier drunter ist, oder? Carbonfelgen auf Michelin Semislick für den M2 Competition. Hier kostet die Felge, eine einzelne Felge, 4000 Euro netto. Ja, das heißt, der Satz mit Reifen liegt bei 20.000 Euro. Warum? Sehr leichte Felge aus Carbon. Ja, Leute, also das war jetzt die Halle vom Karl Lektor, von Matthias. Dieser M2 Competition ist, ich würde sagen, also ich kenne keinen krasseren Umbau, muss ich sagen. Weil, also ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Ne? Frontlippe, die Front, hier die Flaps, Carbonhaube, Carboniere, Scheinwerfer, Carbon-Kotflügel, Trackfelgen, Trackbremse, Kappreifen, Carbon-Spiegelkappen. Karl Lektor könnt ihr folgen. Der Kofferraumdeckel, also ihr könnt die Preise ja mal ein bisschen im Internet nachschauen. Ne? Der Kofferraumdeckel liegt bei, ich meine, 4 oder 4,5. Ne? Ist komplett aus Carbon. Also da musst du uns ein bisschen was erklären. Ich kann damit... Mitsubishi 3000 GT, ja. 1993 Baujahr. 3 Liter V6 Twin Turbo. Okay. 500 PS. Ja. Allrad angetrieben. 5 Gang handgeschalten. 320 km/h Spitze. Boah. Aktive Aerodynamik. Spoiler stellt sich auf. Frontlippe fährt ab. Allrad gelenkt. Muss man sagen. Geil. Aber weißt du, was die Leute auf jeden Fall interessieren würde, wenn du Bock drauf hast? Der hier. Das ist echt interessant. Guckt euch das an, Leute. Noch am Leben wäre, wird er das auf jeden Fall feiern. 1995er 47i, hat geschalten. Ja. Hat noch den alten 4 Liter Motor. V8. V8, ne? V8 Saugmotor. Saugmotor. Und Handschalter, ne? Handschalter, ganz selten. Ganz selten und die kurze Version, nicht im L. X-Pipe Abgasanlage. Ja, ist drauf. Mhm. Okay. Aber der hast du wahrscheinlich lange nicht gestartet, ne? Halbes Jahr. Nach dem Service 2 Kilometer. Okay. Ja, das ist doch auf jeden Fall ein sehr schönes Auto. Auf jeden Fall, Dankeschön, Matthias. Ich würde sagen, ich hole jetzt mal die X4-Anlage rein. Und das können wir ja auch filmen. Und dann mache ich mich so langsam auf den Rückweg. Bin jetzt heute Mittag hier hingefahren, 57 Kilometer, gleich nochmal 57 zurück. Ja, ist auf jeden Fall schon eine Strecke. Ne? So, hier haben wir dann die Titan Slip-on Akrapovic Anlage für den X4 und X3M. Ja,
Dass die leicht ist, wisst ihr mittlerweile. ECE zugelassen, eintragungsfrei. So, hier haben wir noch ein paar kleine nette Gimmicks, Endrohre und alles, was dazugehört. So Leute, ich habe jetzt schon viermal getankt, nicht viermal voll, aber dreimal voll. Ja, Trip 1434 Kilometer. Hab jetzt noch 56 Kilometer zum Hanno. Da gebe ich dann die Kamera ab, damit er netterweise das Video schneidet. Und von da aus nochmal 50, 60 Kilometer nach Hause. Also das heißt, dann haben wir auch heute unsere 1600 Kilometer am Stück. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Mal ein anderes Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.